noch immer trägt. Die Garnisonsstadt der Marinesoldaten, Oceanside, am Strand von Kalifornien. Ich bin 9 Jahre nicht hier gewesen. Ich kenne diese Straßen. Im Kino spielte man die glorreichen Sieben und John Wayne im Strand von Iwo Jima. Es ist ein einfaches Buch. Ich bin nicht sehr gebildet. Ein einfacher Junge aus New York, der dachte, der Krieg ist wie im Kino und herausfand, dass er ganz anders ist. Ich halte es für patriotisch, wenn dein Land im Unrecht ist, auch zu sagen, es hat Unrecht. Ron wird mit einer Höflichkeit, die man in anderen Landen nur träumen darf, darauf aufmerksam gemacht, dass er hier den Bürgersteig blockiert. Ron, der sich mit der Polizei auskennt, ich rede ja bloß, ich versuche gar nichts zu blockieren. Wenn Sie diesem Mann zuhören wollen, so ist das Ihre Sache, aber hier müssen Sie weg. Sehr geschickt haben sich die Militärpolizisten im Hintergrund gehalten, aber die jungen Rekruten wissen, was ihnen blüht, und die meisten verdrücken sich mit eingekniffenem Schwanz. Den Rest zieht Ron wie ein Rattenfänger hinter sich her, und gleich werden wir ein Beispiel von Abwerbung zu sehen kriegen, das wir ihm nie zugetraut hätten. Happy birthday, Marie! Happy birthday to you. Remember that? Remember playing guns when you were a kid? Erinnert ihr euch an die Kriegsspielerei als Kinder? Remember dreaming of the day? Wie wir alle geträumt haben, die Uniform anzuziehen, dreaming of the day when you could be a man, ein Mann zu werden, dreaming of the day when you could fight in your first war, in den Krieg zu gehen. I think it's been a long time since ich bin lange nicht hier gewesen. It's a long time since damals konnte ich noch laufen. And a lot of things have changed in my life. Heute bin ich ein anderer geworden. A more feeling person, jemand mit mehr Gefühl. A person who's gone through an extraordinary experience, der eine furchtbare Erfahrung gemacht hat und überlebte. Wie ich im Jahr 67 in der Zeitung las, dass Demonstranten unsere Fahne verbrennen, da habe ich geweint. And I said to myself, und mir gesagt, ich will Ihnen zeigen, wie ein amerikanischer Patriot aussieht. Ich werde nicht zulassen, dass man die Fahne verbrennt und gegen den Krieg spricht. Und meldete mich zum zweiten Mal nach Vietnam. Frage, würdest du es jetzt wieder tun? Darüber habe ich lange nachgedacht. Seit 9 Jahren sitze ich in diesem Rollstuhl. Jeden Morgen muss ich mich da hineinhieven. Ich pisse in einen Gummisack. Ich kann meinen Stuhl nicht halten, kann mit keiner Frau schlafen. Ich bin in die Bordelle von Mexiko gegangen, um zu wissen, ob Frauen mich noch lieben können. Ich bin durch eine Hölle des Selbstzweifels, bis ich mit mir ins Reine kam. Ich war 19 wie ihr, stark, lebendig, das ganze Leben vor mir, und auf einmal war ich ein Krüppel. Und ich musste damit fertig werden. Ich glaube, nach alledem, wenn ich es wieder zu tun hätte, 19 Jahre alt, würde ich im Auto nach Kanada abhauen und den nächsten Krieg auslassen. Wenn ich euch jetzt anbiete, ihr könnt heute Nachmittag mit uns einsteigen, und nach Hause fliegen. Ohne Probleme. Ihr seid aus dem Marinekorps draußen. Wie viele würden es tun? Dann würde es keine Marines mehr geben.
Jeder? Was ist das für ein Marinekorps? Zum Teufel mit den Marines. Diktatur. Wenn ihr die Wahl hättet, heute noch abzuhauen und frei zu sein, würdet ihr es tun. Warum? Es ist alles Lüge. Betrug. Man behandelt uns wie kleine Kinder. Es ist wie im Knast. Wie soll man sein Land beschützen, wenn man im Knast ist? Seid ihr keine Männer mehr? Wir sind Nummern. Was ist deine Nummer? What number are you? 1355247. Hey, number? 4986992657. Number? 123397. Number? 3986245844. ID, have to have all this stuff just to be a person. Brainwashing. Yeah, you can't go. Man hat uns belogen. Wir hatten mehr Freiheit in der Schule. Die ganzen Filme und Spielzeuge und Comicbooks haben euch belogen. So did I. Pat, do you feel that way? Sure I do. You feel that way? A sergeant? Really auftritt things. Ein Sergeant und sagt, alles, was du uns da erzählst, ist scheiße. Yeah. Okay. I don't like your hat. You don't like my hat at all? Ich mag deinen Haarschnitt nicht. I served two tours of duty in Vietnam. I spent three. Because I won the Bronze Star. I went out and saved my buddy's life out there. Ich habe auch einen Orden, sagt Ron. Did you get hurt? Bist du verletzt? Gelähmt. Warum verschwindest du dann nicht, sagt der Sergeant, als wäre dies der vorschriftsmäßige Satz, der bei Gesprächen mit Kriegsversehrten zu gebrauchen ist. Muss Amerika noch durch ein schmerzhaftes Stadium der Gewissenserforschung hindurch, bevor es einen Frieden findet, wie Ron das getan hat? Vielleicht nicht. Vielleicht ist es jung und geschichtslos genug, dass es seine Irrtümer noch verdrängen kann, ohne davon Albträume zu kriegen. You ought to see this. I used to spin a little thing like this in the hospital. So ein Ding habe ich im Lazarett in der Hand gehabt. Sechs Monate lang habe ich nichts getan, als so ein kleines Ding herumzudrehen. Ron Kovic hat, ob wir es gutheißen oder nicht, seinen Frieden gemacht. Die Wut und Weltverbesserung der letzten Jahre ist nicht mehr in ihm. Er ist kein Kämpfer mehr. Besser gesagt, er glaubt jetzt, dass die einzig wirklichen Kämpfe sich in der eigenen Brust abspielen. Denn, sagt er, wie kann man den anderen helfen? Wie kann man etwas von ihnen fordern, wenn man es nicht zuerst mit sich selber ins Reine gebracht hat?